Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Und wie versprochen, eben im Odin mal shoppen, machen wir jetzt den Lüfter Unboxing und danach Hardware vom Lüfter. Packe ich mal hier oben rauf, mach euch mal ein Stück nach hinten, dass ihr was seht. So, die Adressaufkleber muss ich dann wegpixeln. So, habe ja jetzt genug Power am PC, dass ich auch Videos vernünftig bearbeiten kann. So. Ach du Scheiße. Oh, shit. Müssen wir anders machen. Müssen wir so machen. Die Nachbarn werden sich freuen, weil die Papiertonne ist noch voll mit dem Zeug von meiner Frau, vom Umzug. 8,3 Kilo steht hier übrigens drauf. Oh, ich hoffe, ich habe den nicht in weiß gekriegt, ich habe den in schwarz bestellt. So, da könnt ihr dann sehen, der ist auch kleiner, als ich gedacht habe. Okay. Werden wir mal gucken. Von One Connect. Nee, Connect. One Connect. Ich hatte halt zwei zur Auswahl, die ich mir angeguckt hatte bei eBay. Nee, Quatsch. Amazon. Die habe ich in meine Wunschliste gepackt. Und den hatten sie dann runtergesetzt von 100 noch was und da haben wir dann gleich zugeschlagen. Und beim anderen fand ich die Fernbedienung jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Hier haben wir dann auch so eine kleine Fernbedienung mit bei. Heftchen ist mit bei. Schraubenschlüssel ist mit bei. Wir müssen ja die Räder anbauen. Hier sind die vier Rollen, die Räder. Och, ist ja Gott. Och Gott, ist das süß. Und das sind die Kühlakkus. Die sahen auch in der Beschreibung eigentlich größer aus, aber hier ist irgendein Pulver drin. Ne? Hier auch. Warte mal, seht ihr das vielleicht so? Und den kann man dann hier aufschrauben. Kristallmäßig sieht das aus. Riecht auch nach nichts. Sieht man das vielleicht so ein bisschen? Also ich habe eigentlich gedacht, da ist was drinne, aber so wie es aussieht, ist da nichts drinne. Muss ich mir die Anleitung durchlesen, beziehungsweise meine Frau. Ja. Einmal Styropor. Ah doch, der ist schwarz. Muss ich nur gucken, wie ich den rauskriege. Oh Gott. Oh Gott. Uiuiui. Und der nächste Karton. Weil meine Frau momentan so mit einem Kreislauf hat, deswegen habe ich mir so ein Ding geholt. Ah, hier ist jetzt noch zu. Können wir gleich dann noch aufmachen. Hier hinten haben wir dann einmal den Stromkabel, der ist hier unten befestigt. Hier haben wir den Wasserkasten, der ist festgemacht. Der sieht auch ein bisschen clean aus. Also in der Anleitung, also auf dem Bild bei Amazon, sah das alles ein Stück weit größer aus. So. Aber wir haben wenigstens einen Tragegriff. Und hier vorne haben wir dann so ein Bedienfeld. Das gucken wir uns nachher gleich alles an. Dann halt, wie gesagt, das, die Rollen, Fernbedienung zum Schrauben. Jo. Hier ist das Infrarotfeld hier oben. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
Und wie gesagt, ich muss da erstmal auch noch durchlesen, Brille nehmen, bevor ich das nächste Video mache, warum die Dinger leer sind. Ich habe eigentlich gedacht, bei so einem Kühlakkus, da ist immer so eine Spezialflüssigkeit drin. Ich habe nicht gedacht, dass da Wasser drin ist, dass das halt vereist, Kühle hält, aber dadurch halt auch nicht das Plastik kaputt geht. Das werden wir, muss ich mir gleich mal durchlesen. Kann sein, dass da destilliertes Wasser drin muss oder so, ich weiß es nicht. Wäre jetzt nur für mich jetzt so im ersten Umblick, das werden wir gleich in der Anleitung lesen. Hier können wir ja schon mal abmachen. Einmal Klebeband, nochmal Klebeband und die gehen dann halt, die kann man sich dann einstellen, ich will jetzt hier nicht so viel, doch, so, habe ich jetzt einfach mal vorsichtig gemacht und die kann man sich dann einstellen, wie hoch, also Durchluft oder ein bisschen geneigt, kann man dann einstellen oder nach oben, aber das soll wohl alles auch hier oben über die Tasten gehen, das werden wir mal sehen. Wir lassen uns da einfach mal jetzt überraschen. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Das Unboxing ist erledigt. Gleich kommt das Hardware-Video, wo wir dann die Rollen drunter schrauben werden, gucken, wie das funktioniert. Mal Strom anmachen werden, gucken, wie das funktioniert und Wasser befüllen. Und wo ich euch sagen kann, was das damit jetzt auf sich hat. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Ich werde in die Videobeschreibung das Hardware-Video dazu packen und vielleicht auch am Ende des Videos wird dann hier irgendwo meine Kanäle versinkt sein und hier irgendwo wird dann halt auch das Hardware-Video dazu sein und noch ein anderes Video. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.